Jetzt ziehen wir beide Holzsammler ein bisschen zusammen. Und ja, dann werden wir da wohl durchbrechen. Tja, und der Kantos wird da oben irgendwo mal durchbrechen müssen. Und ja, genau, jetzt ist es passiert. Jetzt sind Kreaturen der Unterwelt aus dem Ding gekommen. Aus dem Tunnel. Aus dem Zugang zur Unterwelt. So. So, ich verlasse mich mal drauf, dass die paar Einheiten das selber halten können. Weil ich brauche jetzt meine Helden da drüben. Für Feuerpfeile brauche ich noch ein bisschen Holz. Jawohl. Letzte Ziege, dann geht uns auch die Nahrung aus. Eine Packung Axtkämpfer könnte nicht schaden. Oh. Ihr flüchtet einfach mal in Richtung in Richtung Lager. Die paar schweren Speerkämpfer werden euch schon nicht aufhalten. Jedenfalls bei den guten Türme. Ja, bei den guten Türme macht gut einen Prozess mit den paar Speerkämpfern. So, das haben sogar mehr überlebt, als ich dachte. Die können jetzt hochgeheilt werden. Oh. Ja, da ist jedoch ein bisschen nervig. Verstärke ich mal die Welle, auch wenn es nicht unbedingt sein müsste. So. Und gruppiere mal meine Truppen. Ja, falsch gruppiert. Komm, die Helden. Noch mit da rein. Ihr beide da rein und dann bewegen wir uns mal in Richtung. Lager. So. Hier von mir aus noch ein paar Schleuderkämpfer. Ach ja, und die Zwangsrekrutierung kann ich jetzt doch mal machen. So, ihr könnt da hinten. Ach, wie niedlich. Kannst du da dagegen reparieren? Ja, du reparierst das super dagegen. Ja, ihr bewegt euch alle vorwärts. Das ist meine Verteidigung hier. Und jetzt könnte ich die Superwelle noch bauen. Allerdings kaum notwendig. So. Meine beiden Katapulte. So. Gebäude widerstandsfähiger gegen Belagerungswaffen. Kannst du ruhig mal hier im Tempel aufstellen. So. Wir warten dann halt so lange. Und das Gold ist jetzt eh abgebaut, also kann er von mir aus das Ding hier abreißen. So, wir warten dann, bis Chiron wieder da ist. Mit unserer Armee. Währenddessen können wir Kantos vorwärts bewegen. Ach ja, und das hier sollten, die beiden sollten wir mal nachholen. Ah.
Das ist niedlich, ein Belagerungsturm. Und hier können wir uns dann eigentlich gleich wieder vereinigen. Danke, dass ihr uns befreit habt. Wir werden Nahrung für euch sammeln. Jo, das ist schön. Chiron hat das Ding abgegeben. So. Ja, jetzt läuft eigentlich alles, so wie es laufen sollte. Wir haben auch alle Forschungen und so gemacht. KB-Reiter wollte ich ja keine. Und wir haben zwei Häuser gekriegt. Oh. So, das heißt, wir können Akanthos und seine Truppe jetzt auch mal nachziehen. Hier kommt eine kleine Truppe uns entgegen. Mit denen können wir es aber super aufnehmen. So, und hier werden wir wohl durchbrechen. So, jetzt haben wir Katapulte beisammen genug. Und eine kleine Armee. Wo ist mein letzter Osiris-Streitwagen? Achso, da vorne. So, eigentlich müssen wir die drei nur dahin schaffen und dann hat sich die Sache erledigt. Alles Weitere ist dann eigentlich wirklich unnötig. Monumente der Isis verhindern, dass ich Trabanten rufen kann. Ja, sehr schön. Darf ich wenigstens das hier machen? Ja, danke. Bitte die Migdol-Festung auf Position einreißen, und zwar jetzt fehlt eigentlich nur noch das Stück von Chiron, was wir nicht auf Position bringen können, weil alle im Weg stehen und meine Armee gerade völlig demontiert wird. Bewegt den blöden Totenwagen dahin. Würdest du so nett sein? Danke. Ich bin auf Position. Was für ein Heckmeck. Alle Stücke sind hier. Warum passiert nichts? Es dauert eine Weile. Dann sorgt dafür, dass es schneller geht. Wie schön, dass ihr alle hier seid. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Und ihr habt die Stücke von Osiris mitgebracht. Seht ihr nun? Es passiert nichts. Euer Gott ist tot. Was? Nein! Ich bin zur Erde zurückgekehrt und habe sie mit meinen Füßen wieder in Besitz genommen. Gargarensis atmet noch. Los! Wir kommen zu spät. Es gibt noch ein anderes Tor im Norden. Dorthin sind sie unterwegs. Ja, meine Heimat. Besorgt uns ein Schiff, Amanra. Jo, das war die letzte Mission der Ägypter-Kampagne. Wie wir gerade gehört haben, sind wir jetzt auf dem Weg in Richtung Norden. Ja, guckt euch das an. Hübsches W haben wir jetzt geformt.
Aber ja, wir sind jetzt wieder kurz an der Aufnahmezeit und die nächste Mission würde ich dann gerne das nächste Mal machen. Also Mission 21, alte Freunde. Wir haben jetzt Mission 19 gemacht, erste Schritte, Camus getötet. Akanthus und Ajax müssen das letzte Stück des Orisiris durch einen Überraschungsangriff auf Camus Piratenfestung an sich bringen. Das haben wir geschafft. Dass die alle Festungen hatten, weil Kemsit hatte auch eine Festung und Camus hat auch eine Festung. Und wieder am alten Platz haben wir. Übrigens schön, wie sich ständig dieses Bild hier geändert hat. Unsere Helden konnten in Abydos kommen in Abydos zusammen und versuchen, die Stücke des Osiris wieder zu vereinen, damit der Gott zur Erde zurückkehrt und Gargarensis vernichtet. Naja, die Armee von Gargarensis hat er vernichtet und damit ist Ägypten jetzt jedenfalls frei von ihm und Kemsit und allen anderen bösen Armeen. Camus ist ja tot. Kemsit und Gargarensis sind nach da oben geflohen. Jo. Wir werden jetzt halt durch das Mittelmeer wohl durchschippern müssen und irgendwo in Skandinavien dann eintreffen. Vorher kommt natürlich Mission 21, alte Freunde noch. Eine kleine Zwischenmission, über die ich aber noch nicht viel verraten will. Ja, und ich will mal gerade kurz zeigen, wie sich das Bild hier von dem einen Punkt verändert hat. Das war es als erstes. Dann war es auf geht's. Also zuerst war es eine Zitadelle oder eine Migdol-Festung sogar. Dann ist es eine Pyramide geworden und dann ist es eine weiße Pyramide mit Goldspitze geworden, also Osiris-Pyramide. Ja, hat sich viel geändert. Wir mussten ja immerhin aus der Stadt fliehen und dann in die Stadt wieder zurückkehren. Jo. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja. Genau, wir haben jetzt Mission 11 bis 20 ägyptische Kampagne gehabt, also 9 Missionen. Wie gesagt, insgesamt gibt es 32 Missionen. Wir haben also noch 12 Missionen jetzt vor uns. Da ist die Hauptkampagne schon mal vorbei. Die griechische Kampagne ging wirklich 10 Missionen bis jetzt. Und es waren nicht die letzten griechischen Missionen. So viel kann ich verraten. Also ging die griechische Kampagne schon mal länger als die ägyptische, die nur 9 Missionen geht. Die Wikinger-Kampagne geht irgendwie am kürzesten. Die hat nämlich, glaube ich, nur 8 Missionen. Deswegen freue ich mich halt, dass sie die Goldene Gabe-Kampagne noch mit eingebaut haben. Und ja, genau, hier sieht man es auch gleich. Da werden wir nachher landen. In der übernächsten Mission, also ab Mission 22, sind wir in Original Skandinavien. Aber das muss bis zur nächsten Folge, bis zur übernächsten Mission warten. Nicht bis zur nächsten Folge. Da haben wir ja Mission 21 noch hier oben. Also verabschiede ich mich erst einmal. Bis dann.